In dieser Buchhandlung in Tunis ist die Erinnerung an das Regime des langjährigen Machthabers Ben Ali lebendig. In den 23 Jahren an der Spitze Tunesiens ging er hart gegen Islamisten vor. Die Besitzerin des Geschäfts glaubt, dass das entscheidend zur heutigen Popularität der Islamistenpartei ENNAHDA beigetragen hat. Ihr eigener Mann wurde unter Ben Ali ins Gefängnis gesteckt. Es ist ganz einfach. Wenn jeder der politischen Gefangenen damals ein dreijähriges Kind hatte, sind die heute alle bei ENNAHDA. Schon wegen ihres ganzen Hasses. Sie hatten ja keine richtige Kindheit, wenn der Vater im Gefängnis war und sie ihn nur dort oder bei der Polizei sahen. Ihr Sohn Hamdi unterstützt ebenfalls die Islamisten und arbeitet als Bodyguard für einen der Parteiführer. Viele Einwohner ihres Viertels denken ähnlich. Das örtliche ENNAHDA-Parteibüro wurde förmlich von Interessenten gestürmt. Sie wollen sich informieren oder Parteimitglied werden. Vor der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung sind die Islamisten bemüht, den schlechten Ruf der Vergangenheit abzulegen. Viele behaupten, wir würden den Tourismus zugrunde richten. Aber das ist falsch. Gott sagt, geh in die Welt hinaus. Jeder kann also hierher kommen. Die ENNAHDA konzentriert sich auf die Basisarbeit. Freiwillige gehen von Tür zu Tür und verteilen Wahlwerbung. Einige Wähler sind noch unentschlossen. Ich wähle die ENNAHDA oder die demokratisch-progressive Partei, die ist erfahren. Alle anderen sind Mist. In Umfragen liegt die ENNAHDA klar in Führung. Mehrere andere Parteien haben eine Zusammenarbeit mit den Islamisten bereits ausgeschlossen.